Okay, schöner leckerli Haufen. Können wir auch denken, dass es was anderes ist. Was anderes ist. Ja. Pride-Anstecker? Viele haben mich für die gelobt. Aber so gut wie niemand hat sich so richtig dafür interessiert oder einen mitgenommen. All diese Labels geben mir Flashbacks an meine undankbare Zeit als Stage-Manager an der Highschool. Ich habe echt gedacht, Katzen wären pflegeleicht. Ja, klar sind sie das. Ach, ja, kann man im ersten Moment meinen. Eigentlich sind sie das auch, glaube ich. Aber, ja. Ja. Meine Katze hasst mich. Was nun? Ein Leitfaden für den Besitzer. Leckerlis für Kätzchen. Du willst deiner Katze ein Leckerli geben, um dir Vertrauen zu verdienen? Für erstmalige Besitzer ist der häufigste Fehler, dass sie versuchen, das Füttern der Katze gemäß ihren eigenen Bedingungen, anstatt gemäß denen der Katze zu gestalten. Tipp: Versuche einen ruhigen Ort mit wenig Fußverkehr für das Futter und das Leckerli deiner Katze zu finden. Dort kann sie sich sicher fühlen, während sie frisst. Ja, es kommt halt, ja, weiß nicht, ob dann Fensterbank besser gewesen wäre, aber da unten ist eigentlich, ach komm, ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben. Ich meine, ich habe keine eigene Katze, ich habe zweimal auf eine aufgepasst. Der große und edle Elamon hat viele Prüfungen überstanden. Er verlor mehrere Gliedmaßen, starb und wurde wer weiß wie oft wieder zum Leben erweckt. 12-mal. Doch trotz allem konnte sich Elamon immer auf eine Sache verlassen. Freundschaft. Die Liebe und Fürsorge eines geschätzten Freundes. Warte, was? Das ist zwar schön, Steph, aber du weißt, dass Elamon alleine kämpft. Hat er immer, wird er immer. Ich rede von deinem Schwert. Oh, erzähl weiter. Die Einwohner wissen seit Generationen von den Schätzen des Vulkans. Alle paar Jahre begab sich ein törichter Angeber ins Innere und ward nie wieder gesehen. Mann, das muss ja eine krasse Schatzhöhle sein. Ich sagte nie wieder gesehen, denn man hört sie durchaus. Ihre Schreie hallen durch die Städte und Schluchten der Umgebung. Der einzige Beweis für ihre grausamen Tode. Reden wir jetzt von Juwelen, Gold oder was anderem? Du näherst dich einem Tor. Die Seiten werden in stiller und doch einschüchternder Weise von zwei Steinwächtern bewacht. Das kenne ich. Einer sagt immer die Wahrheit und einer lügt. Plötzlich leuchten ihre Augen rot auf und sie heben bedrohlich ihre Waffen. Eindringling, du wirst sterben! Brüllen sie im Einklang. Oh. Also sind beide Lügner. Diese Kampagne war bisher, wage ich es zu sagen, episch. Ich bin so froh, dass Mikey mich zum Spielen animiert hat. Als Ausgleich muss ich mir den fiesesten Schurken ausdenken, den er je gesehen hat. Es sind drei Optionen übrig. Zeit, mich zu entscheiden. Und wo mache ich das? Es erfordert viel Arbeit, Elamon einen Schritt voraus zu sein. Oh Gott. Oh Gott. Ich lese ja normalerweise gern alles vor. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, wir werden da noch ein bisschen mehr mit zu tun haben, weil es halt ihr Ding ist und auch Mikeys Ding ist und so. Aber es ist so, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das hier nicht... Aber wo kann ich mich denn jetzt entscheiden? Weil, ach, da ist Wählen. Weil hier das mit den Fünifens Zeichnungen etwas hinzu. Ich glaube, das ist das. Ich bin mir nicht sicher. Kampagnennotizbuch. Okay. Das können wir aber machen. Aber wie gesagt, das andere hat sich, sah eher wie Regeln aus. Deswegen, naja. So, Bösewichte. Drachenkaiser Gravenrush. Gravenrush, der Herr über Himmel und Knochen, herrschte mit endloser Wut über die verbrannte Wildnis und verwandelte seine Untertanen in Mahlzeiten. Und der Kindszauberer. Und, ich habe das Gefühl, da fehlt was. Der Kindszauberer. Viele Welten kennen den Namen Olberon. Er wird ausgespuckt wie ein Fluch oder angstvoll geflüstert und unter Schmerzen geschrien. Aber es ist immer dasselbe. Ein Name für etwas absolut Schreckliches. Etwas absolut Skrupelloses. Helden kämpften gegen und
Was Helden kämpften gegen und fielen durch Olberun, ganz gleich, welche Form er annahm. Manchmal war er eine große Spinne mit tausenden Mäulern, manchmal war er ein schwarzer Hirsch mit feurigem Geweih, doch in Kerei nahm Olberun eine harmlose Gestalt an, die eines Kindes im silbernen Gewand, in seiner Hand ein geschwundener Stab aus Kiefernholz. Er betrat den Pfad zur Herrschaft erneut und sammelte seine Kräfte, während seine Augen hinter dem zerzausten Haar, da fehlt doch was, der gefallene Ritter des Leichenhügels. Oh Gott, Dugaron, Minotauros Kriegsherr. Dugaron, geboren als Brecher von Steinen und Zertrampler von Wurzeln, schloss sich der Truppe des fallen Bischofs an, als er alt genug war, eine Axt zu schwingen. Er stieg dank seines Könnens auf dem Schlachtfeld in den Rängen auf und betrog schlussendlich den fallen Bischof, um die Kontrolle über die durstlose Horde zu übernehmen. Das Königreich erkannte Dugaron als das, was er wirklich war: ein Monster. Der Kriegsherr machte keine Gefangenen, ließ kein Feld unverbrannt zurück und schlachtete sogar Heiler bei der Arbeit ab. Ein unverzeihliches Verbrechen in den Augen des Tribunals. Doch was Dugaron am meisten wollte, war eine würdigen Herausforderer, und in Elamon sah er Potenzial. Die verlorene Priesterin Sturmherr Quixby, verrückte Eule, irrer Federvieh, nah. Der einst anerkannte Chefingenieur Quixby wurde unter einer Flut aus Beleidigungen aus dem Himmelsrat verbannt. Sie konnten die Brillanz seines Plans nicht erkennen, die Schönheit der Aufopferung. Quixby war der beste Ingenieur, den der Rat seit Generationen zu seinen Mitgliedern gezählt hatte. Sein Werk wurde im ganzen wandernden Horst angewandt, um das Leben seiner Bewohner zu verbessern. Die Sonnenglühbirne, Exflügel, die Liste ist lang. Doch als er vorschlug, die gesamten Horst für 7 Lebzeiten dadurch anzutreiben, einen nicht weit entfernten Planeten zu stören, der kaum bewohnt war, verrückt, da schrien sie. Da fehlt halt wirklich für die Hälfte. Okay. Welcher dieser 3 Schurken wäre die ultimative Herausforderung für unseren großen und mächtigen Elamon? Das hatten wir doch gerade. Ja, aber wie kann ich das denn jetzt auswählen? Hä? Ach so! der erste war Elberon, ne? Der sich immer verwandelt. Oder was? Quixby. Warte kurz. Stumme Quixby, der irre. Nee, dann war das der erste gewesen. Nein. Okay. Ich hoffe, das bringt auch was. Oder drück das ein bisschen weiter. Oh! Warte mal, ich weiß nicht, ob ich höre noch mal rein, falls das dasselbe wieder ist. Warte, es kommt gleich. Da, hörst du? Kein Waschbär. Okay. Ich könnte mir ja die Melodie anhören, an der ich rumgebastelt habe. Nicht mal so schlecht. Etwas minimalistisch, aber mir gefällt es schon ganz gut. Aber irgendwie fehlt da noch was. Ich denke, es braucht noch eine catchige Hook. Aber wie soll die gehen? Shit, jetzt kam das doch. Ich wollte erst noch ein bisschen abwarten, bevor ich weitermache, ob da noch irgendwie was kommt. Richtige Hymne, richtiger Pop. Naja, das Ding ist, das ist halt wirklich sehr minimalistisch. Also. Aber ich hab's mir jetzt nur mal ausgewählt. Ja, gut, das ist halt Synthie-Wave. Das ist halt jetzt nicht so viel. Vielleicht wäre etwas Hymnenhaftes gar nicht so schlecht. Etwas, wobei man die Faust in den Himmel strecken will. F-
Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg das irgendwann, also, ne, ich krieg das irgendwann nochmal hin, das vielleicht in der Richtung Trends zu schieben. Hey, das wird ja langsam was. Hm? Blätter? Ernsthaft, falls es so schlecht ist, wie Katja sagt, muss ich es einfach hören. Sag mal, wir hatten jetzt eigentlich alles. Ach nee, da ist Evens Zeichnung, okay. Angebote? Wenn du mit dem gesamten Internet wetteiferst, musst du aggressiv sein. Ja, ich glaube, so eine Platten. Also. In Berlin könnte ich mir sowas gut vorstellen, aber. Sonst wahrscheinlich. Also in ziemlichen Großstädten, wo du noch Liebhaber und sowas hast, aber ansonsten, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das habe ich mit Ethan gezeichnet. Der Junge ist echt mega. Hm. Die Geschichte könnte eigentlich noch weitergehen. Soll ich noch etwas zeichnen? Unsere kühnen Helden könnten vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Mega. Naja. Naja. Okay, haben wir alles optional gemacht? Ja, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Lagerraum. Warte, was haben wir hier noch? Oldies. Ja, naja. Naja. Okay, Madame ist noch nicht rausgekommen. Vielleicht war es auch der falsche Platz, wäre halt doof. Aber ich sag mal so, die Katze kriegen wir, glaube ich, so oder so. Können wir da nochmal nachkicken eigentlich? Schade, wir können nicht reinhorchen. Ach, ist das eine Spiegelung? Ich war ein bisschen verwirrt bei dem Pferdebild. Jo, rein da, ne? Sag mir nicht, ich brauche einen Code. Aber krass, was die hier alles noch rumstehen haben. Oh, vielleicht wird es Zeit für etwas Plattenladenarchäologie. Muss ja eine echt wilde Party gewesen sein. So, Sobies Musik ist jetzt Rocky Mountain Record Traders, Jazz, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Folk, Country, Western. Kommt zu unserer großen Neueröffnung. Erste 68, okay. Oh wow, Cradle Snake. Ich glaube, mein Dad hatte ihre Platte. Katja hat den Laden ja eine Ewigkeit geführt. Okay, dann habe ich die Dame falsch ausgesprochen. Oh Mann, das lasse ich lieber hier. Oder ich spiele es auf Sendung, bis ich gefeuert werde. Oh gut. Ich hatte schon Angst, dass uns die Kisten ausgehen. Ich wette, du hast schon so einige üble Frisuren gesehen, oder? Das sind nicht mal ansatzweise genug Aufkleber. Steph, warum? Mäuse? Okay, geheimnisvolle Wandkatze. Verdien dir deinen Unterhalt. Das Ding ist, ich kann es zwar ansehen, aber ich habe doch keinen Code. Also ich wüsste nicht wie. Ich wollte gerade sagen, Schloss habe ich nämlich gesehen. Toll. Die CD, die sich der Typ gewünscht hat, ist da drin eingeschlossen. Und statt einer Kombination habe ich 4 Zeichnungen. Lieber Dave der Zukunft. Aha. Wir mussten die Schlosskombi ändern, damit der Dave der Vergangenheit nicht Likör über die seltenen Platten kippt. Hier ist ein Hinweis. Ashley und Luca der Vergangenheit sind Triplets Day. Okay. Geist, Stern, Auge, gut. Eis. Die Zeichnungen sollen ein Hinweis sein. Ja. Ich sehe mich mal lieber im Laden um. Okay, wir haben was zu rätseln. Eigentlich ganz cool. Warte. Habe ich mein Schlagzeug immer noch nicht ausgepackt, weil ich mich schuldig fühle, die Band verlassen zu haben? Oder bin ich nur faul? Du bist nur faul, alles gut. Sehen wie Geister aus. Warum sollte ich das nehmen? Verdammt Vergangenheits-Dave. Okay, gut, dass ich mir den Hinweis angucken kann. Ich muss ja eigentlich. Ich habe keinen Ansatz. Also, ich wüsste jetzt leider nicht wo.
Ich hätte gedacht, eine Zeichnung oder so. All diese Labels geben mir Flashbacks an meine undankbare Zeit als Stage Manager an der Highschool. Hatte ich die Dankeskarte schon? Ich hab's wirklich gern gemacht. Okay, liebe Steph, danke, dass du mir hilfst, meinen Comic zu verkaufen. Ich freue mich wirklich, dass es gut läuft und ohne dich hätte ich es nicht geschafft als die Even. Oh. Aber... Ich frag mich, ob die sich auf etwas im Laden beziehen. Vielleicht Platten? Wenn ein verkaterter Dave es gelöst hat, kann ich das sicher auch. Ja, okay, das macht schon Sinn. Aber... Da muss ja irgendwo eine Zahl dabei sein. Ich kann halt bloß was nehmen. Die Sonnenbrillen sind zweifellos sternförmig. Könnte nützlich sein. Ach. Könnte das? Also es waren auf jeden Fall 4. Das nehme ich als Hinweis mit. Okay, da war der Geist oben. Ich weiß nicht, ob sie dann auspackt. Dann ist es doch einfacher, wie ich dachte. Entschuldigung. Also die 4 an zweiter Stelle haben wir schon mal. Mann, die Gitarre hat einiges durchgemacht. Ah, siehste, kann ich nicht mitnehmen. Okay, das sind bloß bestimmte Platten. Nur habe ich jetzt bloß 2. Und ich weiß nicht, was bei dem Geist oben war. Es ist schrecklich, dass ich das lustig finde. Warum? Hä? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wir hatten ja hier noch was gehabt, oder? Also, okay, wenn das kann ich nicht keine Eiswaffel ist, war ich mein Leben lang verwirrt. Ja, ist das denn eins? Ich meine, da ist ja die Eiswaffel. Also 4, 1, Geist weiß ich nicht, vielleicht auch 1. Aber warum konnte ich die anderen durchsuchen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, 5 Augen. Und das hat 5 Augen? Okay, 4, 5, 1 und der Geist, aber bei dem. Ich kann ja bei dem Geist nicht mehr nach. Ach toll, jetzt kann ich die nehmen. Guck ich mir später an. Das nehme ich mir mal kurz. Das sind alle 4 Platten. Aufgepasst, Kombischloss. Und sie wird das jetzt... Und nur? Ich kann ja nicht mehr reingucken. Okay. In denen ist also etwas versteckt, das mich da reinbringt. Dann mal ran an den Code. Naja, was drin, eher weniger. Also, wenn das keine Eiswaffel ist, war ich... Okay. Die Sonnenbrillen, die sehen wie Geister aus. Ah, 2 Stück. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das hat 5... Quatsch doch nicht so viel, sonst vergesse ich das wieder. Entschuldigung. So, 2, 4, 5... 2, 4, 5, 3, oder? Also, wenn das keine 2, 4, ich probiere mal 2, 4, 5, 3. Los, knacken wir dieses Schloss. Wäre halt ein bisschen kacke, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, ne? So, 2... Nein, das war 1 zu schnell. Warte, machen wir gleich. Mordor zerstören und mit meinem Tag weitermachen. Oh, mega. Da ist sie ja. Dieser Grady hat echt Geschmack. Ich kann endlich zurück in die Kabine und die Platte abspielen, falls es überhaupt jemanden interessiert. Okay, haben wir denn alles gemacht? Erledige die Radioshow-Aufgaben. Alles klar, dann rein da.
unbedingt alle drei Anzeigen vorlesen. Ja, ja. Es ist Zeit für ein Verkehrsupdate. Ihr lebt in Haven. Es gibt keinen Verkehr. Und das war euer Verkehrsupdate. Lustig. Okay, kann ich vielleicht die... Ich weiß nicht, läuft das jetzt schon? Eigentlich schon, ne? Eine lokale Mini-Berühmtheit wird für äußerst cool und überaus attraktiv erklärt. Weißt du, ich glaube, bei diesem Hellseher-Ding fehlt noch irgendwas. Ich wundere, ich versuche mich krampfhaft irgendwie auf die Box zu konzentrieren, damit sie sich wieder gemütlich hinhaut und wir zuhören können, aber wir hören einfach mal so zu. Ich habe schon zu viel drüber. Aber das ist eigentlich ganz nice. Anzeigen vorlesen. Ja, ist ja gut, dass die so vorbei. Aber ich finde das halt echt nice, auch wenn, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Filter mit eingebaut ist, dass das sich so ein bisschen wie Studiokabine anhört, dass das ein bisschen schlechter ist durch die Boxen. Oder ist halt einfach bloß ein bisschen zu basslastig oder der Bass ein bisschen zu sehr hochgeschraubt. Aber das wollte ich eigentlich vorher nochmal lesen. Die Berühmtheit wird für äußerst cool und überaus attraktiv erklärt. Ach, neue DJ-Hellseherin belebt Bergradio wieder. KRCT, ein unabhängiger Radiosender, der aus den Rocky Mountain Record Traders im verschlafenen Haven Springs geführt wird, hat dank der Hinzufügung der selbsternannten Radio-Hellseherin Steph Gingrich einen unerwarteten Aufschwung an Zuhörerzahlen erzielt. Zwar drei. Der Sender wurde 94 gegründet und hadert seit Jahren damit, neue Zuhörer zu gewinnen. Doch Gingrich, die in ihrem eigenen Worten nur aus Spaß in die Radiovorhersagen rutschte, hat dies verändert. Den Leuten gefällt es, wenn man sie ein wenig mit der Fantasie spielen lässt, sagt Gingrich. Die Verbleibquote der KRCT-Zuhörer hat sich seit Erstellung dieser DJ um 20% erhöht. Yay. Fester Job. Okay, wir müssen noch eine Werbung vorlesen und dann... Ich würde halt zu gern zwischendurch, ne? Okay, ach so, ja, Ice Cream wieder. Und jetzt eine Nachricht von unseren Sponsoren. Eure Freunde bei Avalanche Ice Cream möchten... Moment. Was ist das?
Bleibt dran, Leute, ich versuche zu beschreiben, was ich sehe. Ich glaube, da ist gerade ein UFO vorm Plattenladen gelandet. Okay, da ist eine Tür. Sie geht auf. Die Aliens kommen raus. Es sind zwei. Sie gehen geradewegs auf den Eisladen zu. Was geht denn jetzt ab? Die Aliens lieben die Eiscreme. Einer scheint voll auf die Keks-Mafioso-Waffel abzugehen, während der andere von einer Kugel Schweinchen im Schlamm geflasht ist. Die Aliens steigen wieder in ihr Schiff und sie heben ab. Das war aufregend. Ich bin echt froh, dass Avalanche Ice Cream uns gerettet hat. Warum schaut ihr nicht dort vorbei und zeigt eure Dankbarkeit? Das war das Letzte, das ich fürs Radio tun musste. Ich muss aber noch die Pride-Deko wegpacken. Aber woher nimmt die? Also, ich weiß nicht, vielleicht finde ich es so cringy, weil ich mir insgeheim doch irgendwie wünschte, das auch selber so fantasievoll irgendwie. Ne, das ist jetzt nicht so gerade meine Stärke. Aber wo, oder auch spontan das so raushauen. Okay, gut, wir müssen bloß noch die Deko aufhängen. Wenn mit Prokrastinieren fertig bin, sollte ich mal die Kiste für die Deko holen. Hä, wieso? Ich stehe doch hier. Na, denn? Go. Der Laden sieht super aus. Alles Gute hat ein Ende. Und das bedeutet, alle Pride-Dekorationen müssen abgenommen werden. Ja, dann viel Spaß, Steph. Ich warte hier und höre so lange ein bisschen Musik, okay? Ne? Na gut. Okay, ich weiß nicht, ob die Luftballons auch dazu zählen. Izzy hat mir das für meinen Esstisch gekauft. Unser erstes gemeinsames Pride-Fest. Cheers. Du bist glücklich. Ich dachte an letzte Woche, als der Kellner rüberkam und wir plötzlich aufhörten, Händchen zu halten. Scheiße, es fühlt sich so gut an, sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn es nur für ein Wochenende ist. Ja, eine kleine Oase einmal im Jahr, in der du dich nicht fühlen musst, als hieße es du gegen die Welt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl jetzt alles nice und so wirkt, ne, und neue Karriere und das läuft gut und die Leute mögen uns und wir sind eigentlich ganz gut drauf, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo dann, weiß nicht, wo wir die Trennung dann richtig sehen oder also irgendein Moment, der richtig böse reinkickt. Ich hoffe ehrlich, also bei manchen ist das vielleicht unter Alkohol, wenn man dann so sehr gefühlsduselig wird oder so, weil das kenne ich von mir selber auch, dass das dann mal passieren kann oder dann irgendwelche Sachen leider wieder aufgefuscht werden, die man eigentlich schon geglaubt hat zu verarbeiten. Aber dass es bei ihr trotzdem irgendetwas ist, wie damals, was heißt wie damals, wie beim Hauptspiel bei Gabe mit der Flasche gesehen haben. Schade, ja, Deko wegzuräumen. Ich mache ja gleich. Das ist halt irgendwas ist, was sie sieht auf einmal oder findet und das halt nochmal so ein bisschen Flashback gibt, wo man dann auch sieht, warum die sich getrennt haben oder so. Wir vielleicht uns dann noch entscheiden sogar müssen, warum wir uns getrennt haben oder wie wir uns getrennt haben, ne? Das halt darauf hinausläuft. Was könnte, ich will nicht sagen schwierig werden, aber könnte wieder so ein Moment, der eben der ans Herz geht, sagen wir es so. Irgendwann hänge ich die über meinem Schlagzeug auf. Happy Pride, Seattle! Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, um das LGBTQIA-Jugendheim zu unterstützen.
Alter, ich wollte nur sagen, dass ihr das alle zum besten Pride ever gemacht habt. Mega! Wir haben noch einen für euch. Dieser Song heißt Compton Cafeteria. 1, 2, 3, 4! Okay. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir vielleicht das, was ich gesagt habe, gar nicht mal so weit weg sind. Ne, also... Gut, die Luftballons anscheinend nicht. Die waren so mega. Unser Schriftzug ist top. Ist es nicht komisch, dass das Event, auf das wir uns das ganze Jahr freuen, darauf hinausläuft, dass wir den ganzen Nachmittag im Gras sitzen? Und viel zu viel Geld ausgeben? Und coole Leute treffen? Und meine ganze Seele wieder aufladen? Genau. Okay, die Schilder sind trocken. Gehen wir. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Lia hatten wir jetzt noch nicht weiter gehabt, ne? Ich dachte, das würde jetzt alles mit Izzy zusammenhängen. Anscheinend nicht. Ich will bloß mal gucken, Poster nehme ich gleich, ob wir hier hinten noch irgendwas haben überhaupt. Das war bloß die Zeichnung. Wir gehen mal ein wenig energischer. Ich weiß nicht, die Arme sind ein bisschen... Okay. Entschuldigung. Unserem Song. Vielleicht können wir später unseren Song noch weiter basteln. Also ich hoffe, dass wir den zusammengestellt kriegen. Halt, das Poster wollte ich zuerst. Jedes Mal, wenn ich mir das ansehe, habe ich das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Warum feiern wir? Warum ist es so wichtig? Über Generationen hinweg mussten wir uns verstecken und verheimlichen, wer wir sind, um uns zu schützen. Selbst heute leben queere Leute in Angst. Und genau deswegen feiern wir, um der Welt zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir uns nicht schämen. Wir sind stolz. Allein den Mut zu haben, hier zu sein, in dieser Welt wir selbst zu sein, das ist ein Akt der Rebellion, des Widerstands. Ich will unbedingt so sein wie sie. Ich auch. Und falls sich jetzt da irgendjemand beschweren sollte, von wegen da steht Sprecherin, und was wollen die mit sie, das ist eine männliche Stimme, das ist schon richtig so. Ne? Wer das nicht versteht, bitte sich mal über Selbstidentifikation mal ein bisschen schlau machen. Leute haben immer Angst, die zu nehmen, die Chloe gemacht hat. Ah, nette kleine Anspielung. Seh dir all die Stände an, die einen Monat lang pro Jahr so tun, als interessierten sie sich einen Scheiß für uns. Ja, voll. Ach, komm schon. Es ist absolut lächerlich. Es bedeutet uns so viel. Wir haben unser Logo in einen Regenbogen verwandelt. Wir geben uns Mühe, alle zu belästigen, hetero oder schwul. Würdet ihr zwei Mädels gerne stolze Besitzerinnen einer neuen Kreditkarte sein? Ich werde sie so krass verarschen. Nein, nicht. Chloe, ich schwöre. Ich glaube, das war alles. Außer der Flagge über der Tür. Jo, na denn. Aber es ist schön, dass sie das ein bisschen, dass sie das noch ein bisschen damit eingebaut haben. Das Ding ist bloß, warum man jetzt vielleicht nicht so ein Feeling kriegt, da müsste man es auf Englisch halt spielen. Ich glaube, da wird die gleiche Sprecherin gewesen sein. Wie damals. Nehme ich mal stark an. Geschenk vom besten Cousin aller Zeiten. Es gibt so viele Flaggen. Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Gender Queer Pride, Bi Pride, Pan Pride, Lesben Pride, Bear Pride, glaube ich. Ich sehe aus wie ein Normalo. Ich hätte etwas Cooleres tragen sollen. Steffen, du siehst aus wie eine 14-Jährige auf ihrem ersten Pride Festival. Genau wie alle anderen hier einst. Und sie alle finden dich toll. Sei einfach du selbst. Du bist genau da, wo du hingehörst. Was zum